Knappheit führt also zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Nicht einfach, besonders für Privathaushalte, deren Lage sich durch die geplante Gasumlage noch mal verschärft. Das prognostiziert heute das Institut für Weltwirtschaft. Klaus Ranajakisch, was wird denn da erwartet? Nun, man geht davon aus, dass allein die Gasumlage im kommenden Jahr der Bevölkerung Kaufkraft in Höhe von 8 Milliarden Euro entzieht. Das sind 0,4% des verfügbaren Einkommens. Das sei zwar kein Konsumkiller, sagt das Institut, aber es dürfte natürlich in einer Zeit, in der die Konsumlaune aufgrund der gestiegenen Preise überall ohnehin bereits im Keller ist, die dürfte diese Konsumlaune natürlich weiter dämpfen. Und das bedeutet letztendlich dann auch nichts Gutes für die Gesamtkonjunktur. Allerdings würde es noch teurer, den Kunden zu stehen kommen, so das Institut, wenn es tatsächlich zu einer Schieflage von Energieversorgern oder zu einer Konkurswelle kommen könnte. Das soll ja mit dieser Gasumlage eben verhindert werden. Von daher sei das schon der sinnvolle Weg. Der Frankfurter Aktienmarkt insgesamt hat heute nicht auf diese Entwicklung reagiert. Das Börsenbarometer trat den ganzen Tag auf der Stelle, steht aktuell bei 13.806 Punkten, 10 mehr als am vergangenen Freitag. Die Anleger, sie schieben ja schon seit einiger Zeit die Probleme vor sich hin und schauen weg. Und genau das haben sie auch heute wieder getan. Klaus Ranajakisch aus der Börse in Frankfurt. Vielen Dank. Wegen der Energiekrise setzt die Bundesregierung wieder mehr auf Kohle und Öl. Beides muss importiert und in großen Mengen zu den Kraftwerken gebracht werden, vor allem über die Flüsse. Dort aber sorgt gerade die Trockenheit für fallende Wasserstände und massiv schrumpfende Transportkapazitäten. Um die Versorgung der Kraftwerke mit Brennstoff zu sichern, soll nun der Energietransport per Zug im Schienenverkehr Vorrang bekommen. Für 6 Monate sollen sie Vorrang bekommen, Züge, die zum Beispiel Kohle zu Kraftwerken transportieren. Laut Verkehrsministerium sollen Kohle- und Öltransporte aber nicht in jedem Fall vorgelassen werden. Es gehe um möglichst geringe Eingriffe. Immer dann, wenn die Versorgung von Kraftwerken und Raffinerien gefährdet ist, dann muss punktuell müssen die Energietransporte Vorrang haben, auch vor Personenverkehr. Und dafür brauchen wir eine Rechtsgrundlage, die wir jetzt mit der Verordnung schaffen. Für Reisende könnte das heißen, mehr Verspätungen. Betroffen sind vor allem bestimmte Trassen, etwa zwischen Häfen und Kraftwerken. Sorgen machen sich Branchen, die ebenfalls auf die Schiene angewiesen sind. Verkehrsverbände warnen. Wir fordern da, dass das vor allen Dingen mit Augenmaß passiert. Es kann nicht sein, dass unsere gesamte Infrastruktur dann nur noch für Kohletransporte benutzt wird. Der Verkehrsminister will Unternehmen bei verzögerten Lieferungen entschädigen. Wenn es dazu kommen sollte, dass beispielsweise vergebene Trassen zurückgenommen werden und vom Staat für Kohletransporte genutzt werden, dann muss es auch Entschädigungsregeln für diejenigen geben, deren Waren in den Fabriken nicht angeliefert werden können. Güterwagen sind allerdings Mangelware. Eine Idee aus dem Verkehrsministerium: Es könnten ausgemusterte Waggons wieder in Betrieb genommen werden, selbst wenn sie nicht die aktuellen Lärmschutzstandards erfüllen. Es ist eine gefährliche und fragile Situation. Rund um das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine gibt es immer wieder Gefechte. Der örtliche Bürgermeister warnt, die Gefahr einer Atomkatastrophe wachse mit jedem Tag. Einen Abzug vom Kraftwerk, wie von 42 westlichen Staaten gefordert, lehnt die von Moskau eingesetzte Verwaltung bisher ab. Stattdessen schlägt sie eine Feuerpause vor. Das russische Außenministerium kündigte an, Experten der Internationalen Atomenergiebehörde eine Untersuchung des Geländes zu ermöglichen.